Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 16, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen für ein Gesetz über den Vollzug ausländerrechtlicher Freiheitsentziehungsmaßnahmen mit Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke betreffend keine Abschiebekräfte in Kneste in Hessen in Ausnahmestrukturen investieren, nicht in die Abschiebelogistik. Zu Tagesordnungspunkt 16, dem Gesetzentwurf, ist Berichterstatterin Kollegin Wallmann. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, DIE LINKE und FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Sie haben auch bereits eine Wortmeldung abgegeben. Dann können Sie gleich weitermachen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte im Rahmen der heutigen Aussprache zur zweiten Lesung zum einen Anmerkungen zu der erfolgten Anhörung machen, aber auch Hinweise zu den ja bereits im Sonder-INA angekündigten Änderungsanträgen der Koalition machen. Und außerdem aber noch einmal, das ist mir besonders wichtig, auch auf die Notwendigkeit dieses Gesetzentwurfs und vor allem auch auf die Einrichtung oder Errichtung einer eigenen hessischen Abschiebehaftanstalt hinweisen. Nämlich genau das hat die Anhörung nämlich auch gezeigt. Der Leiter der Anstalt in Ingelheim war ja zugegen und hat auf Nachfrage Folgendes ausgeführt. Es gibt seit 2011 dort eine festgelegte Maximalbelegung von 40 Plätzen. Diese Belegung ist deswegen begrenzt, weil eben es nur eine bestimmte personelle Ausstattung gibt. Und hat eben dann, wie gesagt, auf Nachfrage entsprechend ausgeführt, dass es nicht möglich ist, Haftanträge von anderen Bundesländern nachzukommen. Wir haben ja, das ist bekannt, nicht nur die Anstalt in Ingelheim genutzt, sondern auch in Brandenburg, in Bayern oder auch in Nordrhein-Westfalen. Und das ist natürlich derzeit ein deutschlandweites Phänomen, dass keine Plätze zur Verfügung stehen. Deswegen ist es, das möchte ich hier zumindest hier noch einmal ausdrücklich betonen, auch richtig, dass wir hier in Hessen eine eigene Einrichtung schaffen und einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Ich möchte an der Stelle nur, weil wir heute eine verbundene Debatte haben, zum einen mit dem Antrag der LINKEN mit der zweiten Lesung unseres Gesetzentrags, zumindest nur aber auch der Vollständigkeit halber, darauf hinweisen, das wird die Linksfraktion jetzt nicht überraschen, dass wir den Antrag der Linksfraktion ablehnen werden. Ich habe es ja eben auch erläutert, wir halten diese Einrichtung für notwendig. Die Anhörung hat außerdem gezeigt, dass es Bundesländer gibt, die weit weniger detailreiche Regelungen ausformuliert haben, wie wir das gemacht haben. Das will ich zumindest deswegen erwähnen, und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil es auch Kritik, ich sage mal ganz generelle Kritik, an unserem Gesetzentwurf gab, aber auch, weil sie natürlich zuletzt, also die Opposition, immer mal wieder auch gerne selbst Vergleiche mit anderen Gesetzen anderer Bundesländer heranzieht. Ich möchte zumindest nur, ich habe es einmal ausgedruckt, Ihnen zeigen, wie das in Rheinland-Pfalz geregelt ist. Dann vergleichen Sie unseren Gesetzentwurf. Das ist § 5 des Landesaufnahmegesetzes in Rheinland-Pfalz. Das sind drei Absätze. Das ist das, was in Rheinland-Pfalz zur Frage Abschiebehaft geregelt ist. Ich finde, das sollte man zumindest zur Kenntnis nehmen und vielleicht dann auch die Kritik, die geäußert wird, vor dem jetzt von mir eben Gezeigten und Gesagten vielleicht dann auch entsprechend einordnen. Es ist so, dass die Anhörung, ich glaube, da waren wir uns im Innenausschuss auch alle miteinander weitgehend einig, ein sehr indifferentes Bild gezeigt hat. Das hat natürlich auch damit zu tun, wer bei der Anhörung zugegen war, von welchen Institutionen sie eben auch, wer sozusagen welche Institutionen auch vertreten hat. Den einen waren unsere Vorgaben, die gesetzlichen Regelungen, die wir vorgesehen haben, viel zu weitgehend, also viel zu viele Freiheiten. Die anderen waren der Auffassung, dass wir viel zu viele Restriktionen in diesem Gesetz haben. Und wir sind natürlich am Schluss in dem Spannungsfeld, dass wir uns nicht im Bereich der Strafhaft bewegen, sondern eben in einem besonderen rechtlichen Rahmen bewegen müssen und dass wir eben schaffen müssen, auch die Sicherheit zum einen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtung, aber auch natürlich der Unterzubringenden zu regeln. Und ich glaube, dass wir das mit diesem Gesetzentwurf in einem guten Maße auch getan haben. Ich möchte gerne, weil das mir jetzt auch noch einmal wichtig ist, weil wir es auch angekündigt haben, wir werden ja Änderungsanträge zur dritten Lesung einbringen. Und ich möchte zumindest auch heute stichpunktartig mal benennen,
was das für Änderungen sein werden. Zum einen wollen wir klarstellen, dass die Abschiebehaft eine Ultima Ratio-Maßnahme ist. Sie wissen, es ist bekannt, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass wir immer hier in Hessen auf die freiwillige Ausreise setzen. Das hessische Innenministerium tut unglaublich viel dafür, damit Menschen unser Land freiwillig verlassen und eben keine, es zu keinen Abschiebungen kommen muss. Das ist ja auch im Übrigen mal unabhängig von denen, die betroffen sind, auch für diejenigen, die es von polizeilicher Seite begleiten müssen, keine angenehme Aufgabe. Und insofern sind wir da, glaube ich, auf einem sehr richtigen Weg, das genauso zu machen. Da gilt übrigens, darf man, glaube ich, auch mal an der Stelle sagen, mein Dank auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das betreuen. Aber wir wollen auch den Zweck dieser Maßnahme noch einmal in dem Gesetzentwurf deutlicher herausarbeiten. Wir wollen außerdem einen Verweis auf datenschutzrechtliche Regelungen des hessischen Strafvollzugs aufnehmen. Wir wollen eine eigenständige Regelung zur Freizeitgestaltung zum Bezug von Zeitungen, sage ich mal, Mediennutzung noch hinzufügen. Ein Verweis auf die Gesundheitsversorgung. Es geht noch einmal um anwaltliche und konsularische Verfahrensbevollmächtigte, wie sie Zugang bekommen, nämlich uneingeschränkt. Und dann abschließend, da gucke ich mal die Kollegin Faeser an, weil sie das auch in der Sondersitzung des Innenausschusses explizit noch einmal angesprochen hat. Wir wollen auch einen Hinweis bezüglich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufnehmen. Aber wir werden das in der Begründung machen, weil das habe ich ja auch im Innenausschuss, oder wir haben es, glaube ich, bilateral über die Stühle hinweg, ohne offizielle Wortmeldung. Wir befinden uns ja in dem Bereich in der Bundesgesetzgebung. Und deswegen, aber wir werden dazu eine klare Formulierung eben auch aufnehmen. Ich glaube, man kann abschließend sagen, dass wir einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, der stimmig ist, der solide ist, der jetzt auch noch einmal Änderungshinweise aus der Anhörung aufgreift. Und wir tragen am Ende einer notwendigen Maßnahme auch Rechnung. Fakt ist einfach, in einem rechtsstaatlichen Verfahren, das am Ende eben zu dem Ergebnis kommt, dass jemand nicht in unserem Land bleiben kann, der dann eben die freiwillige Ausreise nicht vorzieht, werden wir Abschiebungen vornehmen müssen. Und dann ist es eben als Ultima Ratio geboten, eben auch eine eigene Haftanstalt hier in Hessen zu haben. Und ich glaube, insofern ist der Gesetzentwurf eine runde Sache. Und wir werden dann in der dritten Lesung ja noch einmal abschließend die Gelegenheit haben, die Details auch der Änderungsanträge zu diskutieren. Und wie gesagt, das haben Sie jetzt schon verstanden. Ich beantrage natürlich die dritte Lesung. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faeser, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben es hier wieder einmal mit einer Anhörung zu tun, die sehr eindrucksvoll gezeigt hat, dass alle Anzuhörenden etwas zu kritisieren hatten an diesem Gesetz. Und es gab eigentlich niemanden, der gesagt hat, so kann das Gesetz bleiben, meine Damen und Herren. Und ich glaube, man muss den Grundsatz noch einmal vorwegstellen. Der frühere Vorsitzende Richter des Verwaltungsgerichts in Berlin hat einmal gesagt, dass Abschiebungshaft so darzustellen ist, ich zitiere, als normales Leben minus Freiheit. Und das ist mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht gelungen, meine Damen und Herren. Und ich will das noch einmal sagen zur Unterscheidung. Wir haben es hier mit Verwaltungshaft zu tun und gerade nicht mit Strafhaft. Abschiebungshaft dient nämlich gerade nicht der Strafe, sondern der Sicherstellung der Rückführung. Sie betrifft Menschen, die nach rechtskräftig abgelehnten Asylantrag, nach Ablehnung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels oder nach Ausweisung vollziehbar ausreisepflichtig sind und abgeschoben werden sollen. Und es ist also als Ultima Ratio nur für den Einzelfall. Wir halten dennoch, wir haben das auch in der letzten Besprechung hier im Plenum gesagt, wir halten eine Abschiebungshaft in Hessen auch für nötig, eine eigene, aber nur dann, wenn alle humanitären Voraussetzungen dafür geleistet sind und, wir haben das auch in der ersten Lesung schon gesagt, wenn der Ultima Ratio-Grundsatz, so wie in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, auch im Gesetz verankert wird. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Wallmann, dass Sie das jetzt auch so als Änderung vorgeschlagen haben. Insofern findet das unsere Unterstützung, meine Damen und Herren. Wenn es denn so gemacht wird, ja genau, da hat Herr Wilken recht. Wir werden uns das angucken, aber wir werden es uns nicht nur angucken, da wir das in der ersten Lesung hier schon angemerkt haben. Wir werden auch eigene Änderungsvorschläge zur dritten Lesung einbringen, meine Damen und Herren. Aber ich möchte etwas zu den Anzuhörenden sagen. Der Deutsche Anwaltverein hat kein gutes Haar an den Regelungen des Gesetzentwurfs gelassen.
Besonders kritisch sieht er und auch die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände den pauschalen Verweis auf die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes. Ich darf zitieren, der Deutsche Anwaltverein warnt eindringlich davor, das Gesetz mit Verweisen auf das Strafvollzugsrecht zu versehen. Abschiebehäftlinge sind unbedingt vom Vollzug von Strafhäftlingen zu trennen. Sie dürfen auch nicht wie Straftäter behandelt werden. Der Landesgesetzgeber sollte daher auf jegliche Verweise auf das Strafvollzugsgesetz verzichten, sondern vielmehr die einzelnen erforderlichen Regelungen an das Abschiebungshaftrecht anpassen und entsprechend in das Gesetz formulieren, so auf Seite 6 der Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins. Und da haben Sie umfangreichen Überarbeitungsbedarf, meine Damen und Herren. Wir sind sehr gespannt, wie Sie das zur dritten Lesung vorlegen. Es geht hier schließlich um massive Eingriffe in Freiheitsrechte. Wir hatten das auch in der ersten Lesung schon angemerkt, dass die Unterbringung von Kindern im Gesetz nicht geregelt ist. Jetzt habe ich von Ihnen, Frau Wallmann, gehört, dass Sie etwas zu unbegleiteten Minderjährigen regeln wollen, zumindest in der Begründung. Wir sind der Auffassung, dass unbegleitete Minderjährige gar nicht in Haft gehören, meine Damen und Herren. Und Herr Bauer, ich will es noch einmal sagen. Wir haben in der ersten Lesung gesagt, dass es um die Kinder geht, die mit Familien dort untergebracht werden. Dazu haben Sie im Gesetz nichts geregelt. Dazu haben wir Änderungsbedarf, und wir werden unsere Änderungen dazu auch einbringen, weil es da vermutlich nicht anders gehen wird. Aber unbegleitete Minderjährige, die ohnehin schon sehr stark traumatisiert sind, gehören aus unserer Sicht überhaupt nicht in Haft, meine Damen und Herren. Wir haben sehr umfangreiche Anmerkungen der Liga und der Paritätischen in Hessen gehabt, dass insbesondere die Einschränkung der Besuchsrechte kritisiert wurden. Vor allen Dingen, und den Punkt will ich noch einmal herausstellen, die Einschränkung der Besuchsrechte von Rechtsanwälten. Also, meine Damen und Herren, ich zitiere noch einmal, eine derartige Einschränkung ist im Zusammenhang mit einer Abschiebehafteinrichtung völlig unangemessen. Und auch hier muss eine Änderung erfolgen, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt gesagt, Sie würden die Freizeitregelungen noch einmal mit aufgreifen. Das halte ich auch für wichtig und richtig. Aber ebenso sollten Sie dringend, und wir werden auch dazu einen Vorschlag machen, die Seelsorge und die psychische Beratung ordentlich regeln, weil das hier sehr angemessen und wichtig ist. Meine Damen und Herren, ich will es heute kurz machen, weil wir eigentlich auch in der dritten Lesung das hätten alles, also in der zweiten Lesung im nächsten Plenum hätten besprechen können. Ich will noch einmal darauf hinweisen, so viel zu den ordnungsgemäßen Verfahren, meine Damen und Herren. Also zu Ende des Jahres kommen Sie plötzlich mit allen wichtigen Gesetzen. Das hätten Sie im laufenden Jahre ordnungsgemäß machen können. FDP und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eine eigene Abschiebehafteinrichtung brauchen, dass es dafür eines Gesetzes bedarf. Jetzt kommen Sie kurz vor knapp. Sie wollen zu Beginn des Jahres nächstes Jahr schon eröffnen. Und jetzt kommt das. Herr Kollege Caspar, wenn man ein ordnungsgemäßes Verfahren hat, Sie sind ja nicht im Innenausschuss, dann wissen Sie auch nicht, dass wir extra eine Sondersitzung brauchten, um diesen Gesetzentwurf, die Anhörung auszuwerten, meine Damen und Herren. Hätten Sie das ordentlich vorbereitet, hätten wir vielleicht jetzt die dritte Lesung auch nicht gebraucht. Und Herr Kollege Bauer, vor allen Dingen nicht so ein Hauruck-Verfahren, dann hätte man viele der Regelungen, die Sie jetzt ändern wollen, auch von Anfang an in einem ordnungsgemäßen Verfahren machen können. Ich finde, diese Sache ist so wichtig, dass man das in einem geordneten Verfahren auch langfristig hätte aufrufen müssen und auch gemeinsam was vorlegen müssen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Dr. Blechschmidt, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, Kollegin Wallmann, Kollegin Faeser, die jetzige Beratung unterscheidet sich ja schon von der vorhergehenden, dass alle beteiligten Änderungsanträge einbringen und wir eine lebhafte Diskussion bekommen, die auch mit der Überschrift angefangen hätte. Frau Wallmann hat das vorweggenommen, war aber auch Diskussion im Ausschuss, dritte Lesung ist dringend erforderlich. Von meiner Seite hätte es auch keine dritte Lesung bedarf, wenn wir eine zweite Lesung im Dezember gemacht hätten, alles vorbereitet und eingebracht hätten.
Wir haben schon, glaube gestern oder vorgestern war es im Ausschuss signalisiert, alle Fraktionen, dass Handlungsbedarf ist, und auch meine Fraktion wird Anträge vorlegen, die jedenfalls abgeglichen, verglichen und vielleicht mit der Schnittmenge dann auch gemeinsam getragen werden. Ich weiß es nicht. Ich schaue mal da positiv. In der Tat ist es so, dass die Thematik Abschiebehaft uns als Landtag seit langem beschäftigt. Es gibt die Kleine Anfrage des Abg. Greilich, Januar 2017. Dort haben wir im Mai erfahren, dass die Hessische Landesregierung eine eigene Abschiebehaftanstalt in Hessen plant. Und Herr Minister, wir unterstützen auch ausdrücklich, dass diese Abschiebehaft kommt, weil wir sehen die als unerlässlich an, weil die Zahl ausreisepflichtiger Menschen und die geringen Kapazitäten einfach diese erfordern. Das findet auch vollumfänglich die Unterstützung der FDP. Das monatelange Prüfen, welcher Standort dann in Betracht kommt, Kassel, Limburg, Friedberg mit Auswirkungen auf andere Ministerien, ist uns auch noch gegenwärtig. Und dass der Standort Darmstadt jetzt ja, ein bisschen aus dem Hut gezaubert wird, ist auch gut, dass man mal einen konkreten Ort hat und ein Gesetz hat. Herr Minister, ich gebe Ihnen soweit recht von der Anhörung. Ob es so eines Gesetzes bedurft hätte, würde ich als Jurist von vornherein hätte ich nicht gedacht, dass das Gesetz notwendig ist, zeigt der heutige Tag und die Beratung und die Anhörung auf. Und deshalb bringen wir auch die entsprechenden Änderungsanträge ein. Gesichtspunkte sind angeführt worden, zum Teil von Frau Wallmann, noch etwas näher von der Frau Faeser, dass das Trennungsgebot von beiden Vorrednern sehr problematisiert hat. Da werden wir auch einen Antrag stellen, ob der dann notwendig ist oder zurückgezogen wird, weil vielleicht SPD oder sogar CDU/Grüne einen etwas besseren haben, weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir auch dort mal etwas hin, dass wir eine Schnittmenge haben, dass wir das ein oder andere vielleicht mal mischen und gemeinsam vorwärts bringen. Zweites Schlagwort war, glaube ich, von der Frau Faeser gebraucht. Abschiebehaft ist gleich. Das war die Formel normales Leben minus Freiheit. Das ist für uns wichtig, wird ein erheblicher Aspekt unseres Änderungsantrags sein. In dem Kontext auch erst profan für mich, aber dann im Nachdenken doch erheblich. Warum werden Smartphones verboten? Warum Handys, wo Kameras deaktiviert werden können, nicht? Also, da meine ich, da kann man flexibler sein. Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ein gutes Beispiel, um zu illustrieren, dass hier ein guter Handlungsbedarf ist, um eben das, was die Schlagformel ist von Frau Faeser, normales Leben minus Freiheit und Bestandteil der Anhörung ist, etwas zu untermalen. Genauso appelliere ich an Sie, und das ist ein Appell, und wir werden versuchen, auch dort einen entsprechenden Änderungsantrag einzubringen, eben keine Minderjährigen in Abschiebehaft zu nehmen. Das sehen wir schon als erheblich an. Das geht auch nicht einher mit dem Appell, den wir alle gehört haben in der Anhörung, der eben mit diesen Schlagworten auf den Punkt gebracht wurde. Wir werden versuchen, einen Änderungsantrag dort zu stellen und mit Ihnen gemeinsam das auf den Punkt zu bringen, weil in der Tat Minderjährige in Haft, Abschiebehaft, auch unter dieser Formel, gerade unter dieser Formel, problematisch sind. Vierter Gesichtspunkt, und das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt, der in der Gesetzesanhörung zum Tragen kommt und der mit unseren Gesprächen auch mit den Polizeigewerkschaften noch einmal deutlich wurde, mit meinen Gesprächen, aber auch mit den Justizvollzugsgewerkschaften deutlich wurde, ist die Gewährleistung der Sicherheit. Die Gewährleistung der Sicherheit in der Haft selber, Ausgang unter Aufsicht und die Frage des adäquaten Personals. Ich bin da zuversichtlich, dass gerade im Hinblick auf das Justizministerium, was ich gehört habe, eine Lösung gefunden wird, dass wir wirklich Fachpersonal und geeignetes Personal für die Abschiebehaft finden könnten. Wir haben allerdings in der Gesetzesformulierung eine Formulierung drin, die mir Bauchweh macht. Das hätte ich gern konkretisiert, weil ich glaube, dass da der das Justizministerium, Herr Minister des Innern, etwas weiter ist oder die Beratung auch weiter sind oder dass noch einmal etwas auf den Punkt gebracht werden kann, was für Personal wir dort haben will, weil die Besonderheit der Haft, Justizvollzug, aber die Besonderheit einer Abschiebehaft ebenso nicht in dem Gesetz Einklang finden kann, dass der Einsatz sämtlicher Landesbediensteten dort im Gesetzestext sich wiederfindet, sondern da müssten wir auch ein Augenmerk haben, dass wir das als Gesetzgeber entsprechend begleitet und im Wort führen. Fazit, meine Damen, meine Herren, gerade von den Stichpunkten, die alle gesagt haben, die ich jetzt nur pointiert wiederholt habe, Ziel des Gesetzentwurfs, Herr Minister, wird von der FDP grundsätzlich überprüft. Wir alle sehen, dass nachgebessert werden muss. Wir alle bessern nach. Wir machen einmal die Nagelprobe.
ganz bewusst als Liberale, wie dann vielleicht auch ein gemeinsamer Antrag gefunden werden kann, gerade in Anbetracht der vorgehenden Diskussion. Und es darf zu keiner Mehrbelastung, das versehe ich auch mit einem Ausrufezeichen, von Polizei und der allgemeinen Verzugsdienst kommen. Und die Gefahren für die Allgemeinheit, das will ich auch mal nicht unerwähnt lassen, sollen auch abgewandt werden oder gemindert werden. Wenn uns das gelingt, haben wir in der Tat in Hessen einen Gesetzentwurf, der dem Rechnung trägt, was in der Formel auf den Punkt gebracht wird und mit der Abschiebehaft verbunden wird. Ich hoffe auf eine gemeinsame gute Beratung und natürlich eine Verabschiedung dann in diesem Jahr, dass zum 01.01. das Gesetz zur Verfügung steht und wir das, was wir ins Auge gefasst haben und jetzt in Darmstadt konkretisieren wollen, bestmöglich als Gesetzgeber begleitet haben. Danke schön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Frömmrich, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Blechschmidt hat das, im Prinzip das Spannungsverhältnis, in dem wir uns befinden, gut und richtig beschrieben. Ich bin ausgesprochen dankbar dafür, dass wir das in diesem Rahmen auch diskutieren können. Natürlich ist es klar, dass wir nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte den Auftrag haben, sehr deutlich zu machen, dass Abschiebehaft und Strafhaft deutlich getrennt ist und dass wir deutlich machen müssen, dass wir da auch andere Formen der Unterbringung und Behandlung haben. Das ist ein ganz klarer Grundsatz, und ich glaube, dem werden wir auch jetzt auch mit den Änderungsanträgen im Gesetzentwurf werden wir gerecht. Und von daher glaube ich, dass wir auch deswegen die dritte Lesung, dass wir auch in der dritten Lesung dann im Innenausschuss über diese verschiedenen Änderungen, die ja jetzt von allen Fraktionen, glaube ich, angekündigt worden sind, durchaus dann auch reden können. Es gibt durchaus unterschiedliche Gesetze, Frau Kollegin Faeser, auch in Ihrer Richtung. Es gibt die umfangreichen Gesetze in Nordrhein-Westfalen, aber wir haben auch gehört in der Anhörung, dass zum Beispiel in Rheinland-Pfalz die Regelungen der Unterbringung ganze drei schlanke Sätze sind. Also es gibt schon sehr klare Unterschiede. Es gibt da die Frage, mache ich das? Ich bin da ja gar nicht im Streit mit Ihnen. Ich wollte es nur erläutern. Also es gibt da offensichtlich unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen glaube ich, dass man dem, was wir jetzt hier vorgelegt haben, dass das durchaus dem Rechnung trägt, was die Rechtsprechung auch da sagt. Gleichwohl glaube ich, dass wir dem Anspruch nachkommen müssen, da noch einige Dinge klarzustellen und auch einige Regelungen nachzuschieben. Das haben uns in der Anhörung viele Anzuhörende auch gesagt. Zum Beispiel, Kollegin Wallmann hat es ja erwähnt, die Frage der Ultima Ratio-Regelung. Natürlich ist es klar, dass Abschiebehaft nur Ultima Ratio sein kann. Das ist so. Und es wird eigentlich aus dem Text des Gesetzes, wenn man die Begründungsteile mitliest, wird es auch eigentlich klar. Jetzt schauen wir, dass wir da noch einen Satz reinkriegen, dass das auch noch deutlich wird. Die Frage der Präambel werden wir da auch noch einmal diskutieren. Also Abschiebehaft ist auch nur dafür geeignet, wenn es keine anderen Mittel gibt. Wenn es andere Mittel gibt, ist natürlich auch das vorzuziehen. Die Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen, vielleicht sagt der Minister ja da dann auch noch einmal etwas zu, die Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen ist ja in der Abschiebehaft gar nicht vorgesehen. Eigentlich, wenn man sich das Bundesgesetz anliest, ist es eigentlich ausgeschlossen. Wir schreiben das jetzt noch einmal rein, damit es klargestellt ist, weil es natürlich nicht die Intention ist, gerade diejenigen, die unbegleiteten Minderjährigen, da auch noch einmal zu erwähnen, damit sehr deutlich wird, dass unbegleitete Minderjährige da nicht mit gemeint sind. Wir machen diese ganzen Fragen der Freiheit, der Freizeitgestaltung, der Zeitung, des Medienkonsums, da ist ja in der Anhörung darüber geredet worden, machen wir einen Vorschlag, wie man das auch noch ein bisschen weiter fassen kann. Auch die Frage, ich weiß gar nicht, von wem sie gekommen ist, ich glaube, von Frau Kollegin Faeser ist die auch in der Anhörung gekommen, ist die Frage der Handynutzung und der Frage dann Handy mit Kamerafunktion. Da werden wir
eine Regelung dann auch reinbringen, wie sie auch in Nordrhein-Westfalen ist, dass man natürlich mit einer Versiegelung das Abkleben, dass man die Kamerafunktion damit unbrauchbar macht und dass man demjenigen dann trotzdem die Möglichkeit der Nutzung gibt. Wir haben, wenn ich das recht überblicke, auch noch eine Regelung drin, was die Frage des Zugangs von Rechtsanwälten angeht. Da wird auch noch einmal etwas präzisiert, dass natürlich mit den Sätzen 1 bis 4, dass die nicht für die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und für die konsularische Vertreter gelten. Das ist auch noch einmal ein Änderungspunkt. Also auch da gehen wir auf das ein, was die Fragen, die aufgeworfen sind in der Anhörung. Ich will aber noch einmal etwas Grundsätzliches sagen, weil ja das auch mit eine verbundene Debatte ist. Abschiebehaft ist etwas, was natürlich für die Menschen, die in Haft genommen werden, natürlich etwas Schlimmes ist. Aber wir haben in den letzten Jahren hier bewiesen, dass wir auch in Hessen große humanitäre Leistungen gebracht haben, durch die Unterbringung von Flüchtlingen, durch Asylbewerber, die Gesellschaft hier hat sehr viele aufgenommen. Und dafür gibt es rechtsstaatliche Verfahren. Rechtsstaatliche Verfahren auch im Sinne von Asylgesetzgebung. Und am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens kann auch am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens steht dann eben auch die Frage, ob man bleiben darf oder ob man gehen muss. Da ist die Intention dieser Landesregierung, dass man alles unterstützt, was die freiwillige Ausreise angeht. Natürlich, da wird eine Menge unternommen, da wird viel getan, dass man die freiwillige Ausreise unterstützt. Und dann gibt es einen kleinen Personenkreis, der diesen Aufforderungen nicht nachkommt. Und für diesen Personenkreis ist diese Abschiebehaftanstalt gedacht. Und ich will auch noch einmal daran erinnern, weil das hat ja auch ein hohes Verhetzungspotenzial. Auch eine Abschiebehaft wird richterlich angeordnet. Das ist auch kein Willkürakt, sondern es ist eine richterliche Anordnung, die da zugrunde liegt. Von daher ist es ein rechtsstaatliches Verfahren. Und von daher glaube ich, dass wir auch Einrichtungen da bereitstellen müssen. Bisher haben wir Einrichtungen anderer Bundesländer genutzt, in Brandenburg, in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, aber auch in Ingelheim haben wir andere Einrichtungen genutzt. Deswegen ist es auch unsere Intention, jetzt hier selber Plätze zu schaffen und das eben auch selber zu betreiben. Die Auswahl der Einrichtung, darüber ist schon geredet worden, und dann eben auch einen rechtlichen Rahmen zu haben, wie diese Unterbringung stattfinden kann. Ich glaube, wir machen da einen guten Vorschlag. Mit den Änderungen, die wir Ihnen vorgelegt haben, die wir Ihnen noch vorlegen werden, Entschuldigung, werden wir das Gesetz dann noch einmal in gewisser Weise präzisieren. Und ich freue mich dann auf die Beratung im Ausschuss und die dritte Lesung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollegin Faeser. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Frömmrich, wenn Sie es bei der Beratung über das Gesetz belassen hätten, hätte ich mich nicht gemeldet. Aber ich habe mich deshalb gemeldet, weil eins so nicht hier stehen bleiben kann. Sie haben gesagt, Sie wollten noch einmal allgemein zu der ganzen Problematik darüber reden, wie human die Abschiebepraxis in Hessen ist. Und dazu will ich Ihnen noch einmal etwas sagen. Es gibt ein umfangreiches Schreiben der Freien Liga Hessen aus dem Sommer, wo sehr massive Mängel und ein sehr restriktives Vorgehen bei der Frage der Abschiebung in Hessen bemängelt wird. Unter anderem, dass hier jeder Asylbewerber, egal wo er herkommt, am zweiten Tag schon gebeten wird, wieder in sein Heimatland zurückzureisen, unabhängig, ob sie aus Krisengebieten kommen oder nicht. Und das ist alles andere als human, meine Damen und Herren. Und das finde ich aber in der Debatte, Herr Frömmrich, wenn Sie meinen, dass wir das hier ansprechen müssen, dann ist das ein wesentlicher Bestandteil dessen. Und deswegen haben wir uns auch bei der Ausgestaltung des Gesetzes so gewundert bei der ersten Lesung. Wir sind froh, dass Sie ein Einsehen haben und insbesondere den Ultima Ratio-Grundsatz mit einfügen. Aber lassen Sie bitte nicht hier stehen, dass es gerade in Hessen eine besonders humane Abschiebepraxis gibt. Die ist nicht der Fall. Wir werden das an gesonderten Ort noch einmal aufgreifen, weil wir das schon sehr alarmierend finden, was dort bei einer grün-schwarzen Regierung alles angemerkt wird, meine Damen und Herren. Kollege Frömmrich zur Erwiderung.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. So, wie Sie das hier dargestellt haben, habe ich es nicht gesagt. Aber gut, Sie brauchen offensichtlich die Kontroverse. Sie brauchen die Kontroverse. Wir haben das ja in der ganzen Plenarwoche schon gelernt. Sie können eigentlich nur noch eine Richtung. Sie können nur noch Vollgas vor die Wand, aber nicht mehr den Versuch, sozusagen hier auch bei Dingen, die durchaus schwierig sind, die durchaus kompliziert sind, vielleicht auch aufeinander zuzugehen. Ich hätte mir gedacht, dass man das in der Frage kann. Deswegen habe ich auch den Kollegen Blechschmidt angesprochen, weil ich glaube, dass das die bessere Art ist, hier auch weiterzukommen und auch für diejenigen, die betroffen sind, etwas zu erledigen. Und ich will, Frau Kollegin Faeser, mal etwas in Richtung dem sagen, was Sie gerade erwähnt haben. Wollen Sie eine Antwort oder von dem, was Sie gerade erwähnt haben? Es gibt kein Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland, was zwei Jahre hintereinander jeweils 1,5 Milliarden € für die Integration und den sozialen Zusammenhang in Deutschland bereitgestellt hat. Gibt es nirgendwo in der Bundesrepublik Deutschland. Gibt es nur hier in Hessen. Und hier sich hinzustellen und zu sagen, dass hier bei dem, was wir hier als Politik machen, nicht die Humanität für diese Menschen im Vordergrund steht, ist geradezu absurd, Frau Kollegin Faeser. Ich weiß überhaupt nicht, wo Sie das hernehmen. Ich würde mir wünschen in dieser Frage, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, ich würde mir wünschen in dieser Frage, dass andere Bundesländer, die SPD regiert sind, wo SPD Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidenten regieren, genau solche großen Anstrengungen für die Integration und den sozialen Zusammenhalt machen, wie wir das hier in Hessen gemacht haben. Der Vorwurf von Ihnen geht nach meiner Auffassung vollkommen leer. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Wilken, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dankenswerterweise haben ja die meisten Vorrednerinnen darauf hingewiesen, dass es eine verbundene Debatte ist. Es steht auch ein Antrag von uns hier noch einmal zur Abstimmung. Deswegen will ich zu Beginn sagen, unsere grundsätzliche Haltung bleibt glasklar. Flucht ist kein Verbrechen, und niemand darf deshalb in Haft genommen werden. Abschiebehaft, Abschiebegewahrsam sind grundsätzlich unverhältnismäßige Maßnahmen. Hessen muss in menschenwürdige Aufnahmestrukturen investieren und nicht noch mehr Geld in eine rücksichtslose Abschiebelogistik stecken. Wir bleiben dabei. Kein Mensch ist illegal. Aus unserer Sicht ist deswegen eine Regelung zur Abschiebehaft überflüssig. Nichtsdestotrotz entbehrt uns das nicht, Sie darauf hinweisen zu müssen, wo Sie mit einer anderen politischen Grundeinstellung offensichtlich reichlich etwas falsch machen. Herr Frömmrich hat sich hier gerade hingestellt und zu allen kritischen Punkten gesagt, das ist doch vollkommen klar. Ich frage mich, warum haben Sie das dann nicht von Anfang an so aufgeschrieben? Und ich habe noch keine Änderung vorliegen, wo ich sagen kann, jetzt ist das Problem behoben. Ich hatte schon bei der vorherigen Debatte gesagt, ein bisschen Schizophrenie geht immer. Also hier sich hinzustellen und sagen, bitte in zweiter Lesung unverändert annehmen, gleichzeitig sagen, wir bringen aber Änderungen ein. Meiner Meinung nach hätte man das auch anders lösen können. Da haben schon Vorredner darauf hingewiesen. Deswegen noch einmal inhaltlich jetzt zu Ihrem Gesetzentwurf, so wie er im Moment vorliegt. Viele äußerst kritische Stellungnahmen seitens Diakonie, Caritas, Paritätischem, Hessischer Flüchtlingsrat, Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte und eben auch dem Deutschen Anwaltverein, das ist schon erwähnt worden. Ich will durchaus auch noch einmal ein paar Facetten aufgreifen. Erst einmal zur Frage, wann Abschiebehaft überhaupt angeordnet werden darf. Sie haben, Frau Wallmann, in Ihrem Beitrag darauf hingewiesen, dass es Ultima Ratio sein soll und vor allen Dingen darauf hingewiesen, mit welcher Akribie Sie überzeugen wollen, dass freiwillige Ausreise erfolgt. Entschuldigen Sie, Frau Wallmann, und entschuldigen Sie, Herr Frömmrich, wenn Sie sagen, das ist in Hessen so gut. Wie gut das läuft, durften wir alle in einem Kontrastebeitrag sehen,
wo unser stellvertretender Ministerpräsident Herr Al-Wazir eine mehr als peinlich arrogante Rolle gespielt hat. Und wenn es die gute hessische Praxis ist, dass wir Menschen unter Vortäuschung eines Gespräches in ein Büro locken und ihn mit Handschellen wieder rausführen und abschieben, dann bedanke ich mich für schwarz-grüne Abschiebepraxis. Noch einmal zur Ultima Ratio. Die Rechtslage sieht diverse mildere Mittel als Abschiebehaft vor, wie z.B. Kaution oder Bürgschaft, Aufenthaltsbeschränkungen, Meldepflichten, Überwachungssysteme, Passhinterlegung. Es wäre begrüßenswert, wenn Sie hier für Hessen Alternativen zur Abschiebehaft als mildere Mittel ernsthaft in Erwägung ziehen würden. Jenseits der Tatsache, dass dem Unrechtszustand keinen Aufenthaltstitel zu haben, ja auch mit der Vergabe eines Aufenthaltstitels durchaus abgeholfen werden könnte. Dann, es ist schon angesprochen, zur Abgrenzung zur Strafhaft. Gemäß § 3 Ihres Gesetzentwurfs sollen einige Regelungen des Hessischen Strafvollzugsgesetzes entsprechend anwendbar sein, sofern nicht Eigenart und Zweck der Haft dem entgegenstehen. Sie haben angekündigt, dass Sie da nachbessern wollen. Wir werden uns das genau anschauen. Aber der Anwaltverein hat ausdrücklich darauf hingewiesen, und davor gewarnt, das Gesetz mit Verweisen auf das Strafvollzugsrecht zu versehen, weil jeder auch noch so entfernte Eindruck, es handele sich um Strafvollzug, nun einmal unterbleiben muss. Ich will auch noch einmal zwei Sätze sagen zu der Anforderung, abschiebehaft nah am normalen Leben zu gestalten. Der Gesetzentwurf weist im Moment z.B. auf Regelungen, die z.B. den Bezug von Zeitschriften einschränkt, weil sie Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährden können. Was das sein soll, verstehe ich nun wirklich nicht. Das Gleiche regeln Sie im Moment für den Radio- und Fernsehempfang. Noch einmal, das ist kein Strafvollzug. Woher kommt die Gefährdung der Sicherheit und Ordnung der Anstalt, wenn Zeitungen gelesen werden? Auch da bitte ich dringend, noch einmal nachzugucken. Ein dritter Punkt. Unzureichend ist der Zugang zum Internet geregelt. Sie sagen, es soll im angebotenen Umfang der Einrichtung genutzt werden sollen. Meine Damen und Herren, wenn Sie, und das steht im Moment in Ihrem Gesetzentwurf, der ja angeblich dann verbessert werden soll, wenn Sie Menschen heute Ihr Mobiltelefon abnehmen, so smart oder wenig smart es auch sein muss, unterbinden Sie dringend notwendige Kommunikation. Und es ist in keinster Weise einzusehen, wie das noch eine Gestaltung am normalen Leben sein soll, wenn Sie diese Maßnahme umsetzen. Meine Damen und Herren, ich würde gerne mit Ihnen konkret darüber reden, was Sie denn jetzt verbessern wollen. Das werden wir dann in der dritten Lesung machen müssen, ob das wirklich ein gesundes, korrektes Gesetzgebungsverfahren ist, haben Sie zu verantworten mit Ihrer Mehrheit. Meiner Meinung nach wäre das besser und geschickter möglich gewesen. Danke sehr. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich glaube, dass hier im Landtag, nach dem, was ich auch gesagt habe, wie viele Finanzmittel wir bereitgestellt haben in der Frage Flucht und Asyl, ich glaube, dass wir von Ihnen, Herr Kollege Wilken, da keinen Nachhilfeunterricht brauchen. Und ich glaube auch, dass das, was Sie überschreiben, Flucht ist kein Verbrechen, nicht passend ist, weil Flucht ist natürlich kein Verbrechen. Deswegen nehmen wir hier Hunderttausende von Menschen auf, weil sie aus Ländern fliehen, in denen sie verfolgt werden, in denen die Menschenrechte nicht geachtet werden, in denen Krieg ist. Es kommen auch viele Menschen hierher, die das Asylrecht wahrnehmen.
Und hier so zu tun, als die Bundesrepublik Deutschland, die in den letzten beiden Jahren inmitten von Europa, glaube ich, als einziges Land diese humanitäre Katastrophe angepackt hat und hier sehr viel gemacht hat, hier diesen Menschen, die da auch mit sehr viel Engagement sich um die Flüchtlinge kümmern, das vorzuwerfen, Herr Kollege Wilken, das ist geradezu absurd. Geradezu absurd. Und ich bitte Sie mal, Herr Kollege Wilken, ich bitte Sie mal, schauen Sie doch bitte mal bei sich selber. Freitag, 20.10.2017, Spiegel. Nach dem Machtkampf, also Machtkampf, das ist jetzt DIE LINKE, das ist diese Geschichte mit, Entschuldigung, Bernd, das ist eine Pressekonferenz der Fraktion. Also das ist sozusagen da anschließend dran. Zitat: Statt mit der wenig realitätstauglichen Forderung, offene Grenzen für alle Menschen, sofort Ängste und Unsicherheitsgefühle zu befördern, sollten wir uns darauf konzentrieren, das Asylrecht zu verteidigen. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch, der möchte, nach Deutschland kommt und hier bleiben kann. Zitat zu Ende, Sarah Wagenknecht. Kollege Wilken zur Erwiderung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich antworte gerne auf die Teile, die sich auf die Debatte hier bezogen haben von Ihnen, Herr Frömmrich. Das war aber der geringste Teil. Wir sind in einer Debatte unter einem bestimmten Tagesordnungspunkt, und darauf beziehe ich mich. Mir zu unterstellen, dass ich geringschätzig über die Willkommensbereitschaft vieler Millionen meist ehrenamtlicher Menschen in diesem Land gesprochen hätte. Das ist wirklich eine Unverschämtheit, Herr Frömmrich. Mir zu unterstellen, dass wir eben nicht, und wir haben bei den entsprechenden Haushaltsanträgen mitgestimmt, die auch für das Land Hessen die Möglichkeiten finanziell zur Verfügung stellen. Aber, Herr Frömmrich, ich erinnere Sie daran, an das Bild von unserem stellvertretenden Ministerpräsidenten in dieser Fernsehsitzung. Ich erinnere Sie daran, dass in Gießen ein Mensch aus der Psychiatrie gelockt wurde und in Hessen dann abgeschimpft wird. Wenn das nächste Mal Frau Wagenknecht hier in Hessen ist, können wir uns auch gerne über Sie unterhalten. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich greife einen Satz von Herrn Kollegen Wilken auf, der gesagt hat, Flucht ist kein Verbrechen. Ich gebe Ihnen ausdrücklich recht. Aber darum geht es hier auch nicht in dieser Debatte, meine Damen und Herren. Für den Tatbestand der Flucht brauchen wir keine Abschiebehaftanstalt. Flucht wird nicht bestraft, sondern es geht hier um einen ganz anderen Sachzusammenhang, Herr Kollege Dr. Wilken. Aber es ist Ihnen ja recht, dass Sie die Themen so darstellen, als wenn Sie sozusagen dieser Regierung oder diesem Land oder wie auch immer ein unmenschliches Gesicht geben wollten. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dieses Land hat das nicht verdient, weil dieses Land hat eine so großartige humanitäre Leistung in den letzten drei Jahren vollbracht, dass es nicht verdient hat, von Ihnen in einer solchen Art und Weise hier despektierlich behandelt zu werden. Und Frau Kollegin Faeser, ich finde das bedauerlich, dass Sie das so hier eben dargestellt haben, weil es findet bei uns im Rahmen dessen, ich kann Sie jetzt nicht sehen, weil der Kollege Rudolph dazwischen steht, im Rahmen dessen, was die Gesetze hier in unserem Lande hergeben, wir uns erstens darum bemühen, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, hier ordentlich aufnehmen, dass sie ordentlich untergebracht werden, dass sie auch entsprechend beraten werden, um ihre Verfahren durchzuführen, dass wir diejenigen, die hier bleiben, dass wir denen unglaubliche Integrationschancen versuchen zu eröffnen mit allen Möglichkeiten, die der Staat, die die Kommunen haben. Und ich finde auch die Tatsache, dass wir in den letzten zwei Jahren jedes Mal im Haushalt dafür gesorgt haben, dass wir dafür nennenswert Mittel zur Verfügung gestellt haben.
Ich finde, dass man das schon ein bisschen mit beachten und betrachten sollte, bevor man sich hier hinstellt, wir würden hier eine unmenschliche Politik irgendwie das Wort reden oder wir würden eine unmenschliche Politik betreiben. Ich finde das nicht in Ordnung. Es passt nicht zu diesem Land, es passt auch nicht zur Politik dieses Landes. Und ich dachte auch, das wäre einig über die Parteigrenzen. Aber es ist auch so, dass diejenigen, die keine Bleibeperspektive hier bei uns in unserem Land haben, dass wir uns um die genauso kümmern müssen und ihnen möglichst schonend sozusagen die Rückführung ermöglichen. Und auch hier finde ich es nicht kritikwürdig, wenn man möglichst früh im Verfahren denen, die aus Ländern kommen mit einer geringen Bleibeperspektive, dass man denen, die sozusagen dann kommen, dass man denen auch frühzeitig sozusagen ihre Möglichkeiten auch über staatliche Förderprogramme darstellt. Ich finde das nicht kritikwürdig. Ich finde das sogar menschlicher, als die über Jahre durch irgendwelche Verfahren zu ziehen und sie am Ende des Verfahrens darüber aufzuklären, dass sie dann doch heimgehen müssen. Das ist nicht in Ordnung. Das wäre nach meiner Einschätzung unmenschlich, meine Damen und Herren. Aber wir reden hier vor allen Dingen über das Gesetz zur Verwaltungshaft. In der Tat ist es so, dass wir hier an drei verschiedenen Punkten im Moment arbeiten. Da ist zum einen natürlich die Herrichtung einer anständigen Verwaltungshaftanstalt. Das tun wir in Darmstadt. Darüber haben wir bereits gesprochen. Wir mühen uns dort, einen guten Unterbringungsstandard eben auch hinzubekommen. Wir werden uns über die Frage des Personals wir unterhalten uns über die Frage des Personals. Das ist in der Tat sozusagen tatsächlich eine Frage, die uns beschäftigt, dass wir zum Start der neuen Verwaltungshaftanstalt auch entsprechendes Verwaltungshaftpersonal haben. Wir betreten in all den Bereichen Neuland, und dort arbeiten wir sehr hart dran. Und wir brauchen darüber hinaus auch eine gesetzliche Grundlage. Über die diskutieren wir hier. Und, meine Damen und Herren, ich möchte hier dann doch schon noch einmal sagen, in der Tat ist es so, dass die Verwaltungshaft, die Abschiebehaft, die Ultima Ratio ist. Aber die Ultima Ratio, meine Damen und Herren, die steht auch im Aufenthaltsgesetz. Also, wir haben ja weitgehend, diese Fragen sind ja geregelt in unseren bundesgesetzlichen Rechtsrahmen. Das heißt, wir müssen doch nur noch den Teil ausfüllen, der für unsere Verwaltungshaft sozusagen für die Abschiebehaftanstalt und die Behandlung derjenigen, die dort sind, noch von Entscheidung ist. Wir brauchen doch nicht die Grundlagen noch einmal neu zu legen, weil die sind im Aufenthaltsgesetz und in den einschlägigen Gesetzen bereits gelegt. Und insofern weise ich noch einmal darauf hin, wir füllen den Rahmen aus, der sich uns in unserer Kompetenz gebietet. Die Ultima Ratio, die in der Anhörung eine große Bedeutung gespielt hat, die ist bereits festgelegt in den bundesgesetzlichen Regelungen. Meine Damen und Herren, die maximale Angleichung der Haft an das normale Leben, so begrüßenswert das ist, muss natürlich dort die Grenzen finden, wo der Zweck der Freiheitsentziehung in Frage steht oder in Frage zu stehen droht. Der Zweck ist, und das möchte ich hier noch einmal in Erinnerung rufen, die Abschiebung zu sichern. Dafür machen wir das, dafür brauchen wir ein Gesetz, dafür brauchen wir einen gesetzlichen Rahmen. Und dazu gehört es, dass wir das unberechtigte Entweichen natürlich im Blick haben müssen. Ich erinnere daran, es hat eine Flucht gegeben in Ingelheim vor wenigen Wochen. Aber wir müssen uns auf der anderen Seite genauso darum kümmern, dass wir Selbst- und Fremdgefährdungsfragen mit in den Blick nehmen und dass wir dort auch möglichst dafür Sorge tragen, dass das nicht stattfindet. Auch hier erinnere ich daran, dass ein Abschiebehäftling seine eigene Zelle in Brand gesetzt hat. Natürlich ist es so, dass die Stellungnahmen derjenigen in der Anhörung, die dort gesprochen haben, weit auseinandergegangen sind. Sehr divergierende Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Den einen war der Rahmen zu eng, den anderen war er zu weit. Insofern glaube ich, dass wir mit dem Gesetzentwurf insgesamt schon einen einigermaßen ausgewogenen Vorschlag gemacht haben. Wenn wir ihn jetzt mit den Fragen oder mit den Anregungen der Anzuhörenden, die gerade eben auch dargestellt worden sind, noch ein Stückchen weiter verbessern, dann ist das ebenfalls nicht kritikwürdig. Viele allerdings der gewünschten Inhalte, die stehen eben nicht in unserer Kompetenz. Die sind entweder europarechtlich oder bundesgesetzlich bereits geregelt. Aber
Das werden wir dann in der Ausschusssitzung mit den Änderungsanträgen, die hier angedeutet worden sind, dann entsprechend miteinander beraten. Ich denke, dass wir hier eine ordentliche Vorlage geliefert haben. Wir werden gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen und im Ausschuss dann mit den anderen Fraktionen die weiteren Änderungswünsche beraten. Am Ende ist unser Ziel, dass wir den Rechtsrahmen bilden für eine entsprechende Verwaltungshaft in Hessen, damit wir mit einer Verwaltungshaftanstalt im Januar des Jahres 2018 an den Start gehen können. Das ist ein geordnetes und ordentliches Verfahren. Das ist sozusagen nicht kritikwürdig. Insofern wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie heute dem Entwurf so zustimmen und wir dann im Dezember in der dritten Lesung dann endgültig das Gesetz verabschieden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann wird der Gesetzentwurf Tagesordnungspunkt 16, Drucksache 19/5440 zu 19/5275 zur dritten Lesung in den INA überwiesen. Ich rufe dann noch auf die Beschlussempfehlung und Bericht Tagesordnungspunkt 50 des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Abschiebeknäste in Hessen, Drucksache 19/5094 zu 19/5083. Berichterstatter Abg. Bauer. Auf Berichterstattung können wir auch verzichten, Kollege Bauer, denke ich. Dann lasse ich über die Beschlussempfehlung abstimmen. Wer ihr seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der LINKEN, die Abg. Öztürk. Wer enthält sich? Wenn ich das richtig sehe, beteiligt sich die SPD nicht an der Abstimmung. Wie haben sich die Kollegen der FDP verhalten? Auch nicht beteiligt. Gut, dann ist dagegen gestimmt. Okay, das kam bei mir nicht an. Entschuldigung, dann Gegenstimmen von der Fraktion der LINKEN, Abg. Öztürk, FDP und die SPD. Kollege Rudolph. Dann, Frau Präsidentin, weil hier leider falsche Dinge vom Kollegen da drüben erzählt werden. Wir haben der Beschlussempfehlung zugestimmt. Ja, weil der Holger behauptet. Also, Kollege Rudolph, wir nehmen das zu Protokoll, aber ich stelle fest, das war hier vom Präsidium nicht erkennbar. Damit ist der Beschlussempfehlung so gefolgt. Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende der Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Restabend. Bis morgen.